Hey Kate, sah gut aus von oben. Das ist echt sauschön hier einfach. Das Tagebuch wird noch fleißig gepflegt, ne? Wir sind in Sankti Petri. Die Sonne scheint und es bläst ein bisschen Wind. Wings sind aufgebaut, Volz auch. Und Ingi und Kate gehen aufs Wasser. Hey. Laufen wir vor, schauen wie es aussieht. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde. A classic cliche, we're on the run. This is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free. Was ist eklig? Der Wind kommt ständig von einer anderen Richtung. Ja. Der verarscht mich. Dann fahre ich mal so an Land und dann mal so. Und dann kommt da die Düne rein und man fährt ja nicht geradeaus so, sondern die kommen so schräg auf einen zu. Ja. Das ist eklig auch. Aber es sieht schön aus mit dem Wasser und ihr seid zu zweit nur auf dem Wasser. Stimmt. Bedingungen nicht optimal, aber es ist nett. Und du kommst im Fahren. Also. Gar nicht schlecht, ne? Ja, auch nochmal. Gehst du nochmal? Ja, wieso nicht? Okay, nö. Nee. Mach das, ist doch nett. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be. Life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out.
ein neuer Tag in St. Petri. Guten Morgen. Morgen. Das war herrlich auf dem Wasser. Also ja, du durftest auch noch. Ich durfte auch noch abends, genau, war auch noch ein bisschen raus. Und dem flachen Wasser der Lagune da ist schon cool. Richtig gut. Mhm. Es sei dann nicht ganz ungefährlich, weil da geht es dann ein Kanal raus aus dem Hafen. Und wenn das ganze Wasser von hoch nach niedrig rausfließt, zieht schon eine ordentliche Strömung. Ja, vor allem war auch Vollmond, dann ist noch mehr Tidenunterschied, dann muss noch mehr Wasser aus dem Kanal raus. Und da kann es einen schon gut, da kann man nicht gegen anschwimmen. Also nee, da muss man schon aufpassen, Vorsicht haben, immer. Informier dich auch immer, bevor du aufs Wasser gehst, wenn man keine Ahnung hat oder auch wenn man Ahnung hat und irgendwo Neues ist. Auf jeden Fall war richtig gut. Und bei dir geht es auch richtig gut, ne? Mittlerweile. Ja, wieder gestern, das wurde jetzt nicht gefilmt. Hat es richtig gut geklappt? Ja. Hey! Camping-Nachbarn. Hey. Na, wir fahren hier die kommende Zeit einfach ein bisschen die Küste entlang, ne, und suchen die Spots ab. Das heißt, jetzt machen wir uns noch ein bisschen gemütlich. Die Koffee wird gesetzt. Und vielleicht spielen wir ein bisschen Jazzminton. Ja. So heißt das, nicht Badminton. Jazzminton sind so. Hier spielt man aber eigentlich mit Tischtennisschlägern oder ein bisschen größeren Tischtennisschlägern. Ja. Aber wir haben es mit den Badmintonschlägern gespielt. Ging auch. Ging auch gut. Diese Bälle haben wir von meinen Eltern zu Weihnachten bekommen. Ja. Das ist lustig. Und dann machen wir uns später auf den Weg und suchen uns einen neuen Spot aus. Ja, Wind soll keiner sein in den nächsten drei Tagen, nee, zwei Tage. Vielleicht irgendwo, wo Welle sind. Ja. Aber ihr seht's dann, wir nehmen euch mit. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Erinnerst du dich noch? Was? Was du? Ja. Alles gemacht hast? Ich bin, was ist heute? Heute ist Mittwoch? Ja. Und ich schreibe für Sonntag. Oh, Wasser kocht! Das Tagebuch wird noch fleißig gepflegt, ne? Ja, weil ich schon mal Fragen habe, ob ich denn das überhaupt noch mache. Ja. Ja, jeder Tag ist aufgeschrieben, mit ab und zu Bildern dazu. Ja, ist richtig cool. Nur ab und zu, dann vergisst man es voll und dann schaue ich auf und denke so, eine Woche lang nicht aufgeschrieben. Und dann wieder im Kopf zu graben, was war nochmal an dem Tag, ist nochmal gar nicht so einfach. Ja. Aber bisher hat es gut geklappt. Du guckst oft dann auch, habe ich gesehen, auf dein Telefon nach die Bilder, die du gemacht hast, dann kriegst du wieder ein bisschen in Erinnerung. Ne? Und dann kommt auch wieder meistens alles, du so, stimmt, das war. Und ich finde es auch immer schön, dich so bewusst auch nochmal die Zeit zu nehmen, um aufzuschreiben, was hat man denn gemacht, was war schön oder so, was so hängen geblieben ist. Ja. Auch gerade für später. Aber ab und zu bin ich dann voll im Flow und dann mache ich das einfach jeden Morgen. Das ist fast das Beste, denke ich mal. Vom Tag davor. Dass man nicht so lange wartet mit das Aufschreiben. Du machst das auf jeden Fall richtig konsistent und dein Buch ist fast voll. Aber ich habe schon ein neues. Du hast schon ein neues, sehr gut. Ja. Ah, gut. Von deiner Mama bekommen. Ah, super. Dann störe ich dich nicht weiter. Ich schenke mal den Kaffee ein. Und ich lese gemütlich mein Buch. Also man könnte fast behaupten, dass ich Urlaub hatte. Spotsuche, naja, der Weg dahin war ein bisschen, ich glaube, wir haben so ein bisschen verfahren. Jetzt laufe ich vor, weil da waren echt ziemliche Matschstellen, wo Kate nicht so gut durchkam. Zumindest, wir kamen gut durch, aber ich musste schon ein bisschen den Weg dann abchecken. Jetzt sind wir, glaube ich, aber da und musste gleich dann vor dem Strand sein. Okay, eher nichts mit, wir sind gleich am Strand, Privatgebiet. Shit. Kate, jetzt mal besprechen, was wir machen, oder?
Oh. Also umsonst der Weg. Der Weg sind wir umsonst gefahren, glaube ich, ja. Das war ein Abenteuerweg. Ja. So tiefe Matschrillen und so. Jetzt schauen wir mal, wo wir an den Strand kommen. Ja. Ja? Und? Okay. Soll ich durchfahren? Das geht, ja, das ist kein Problem. Das ist hart da drunter, da kannst du fahren. Ja? Ja. Okay. Also, der Weg zum Strand führt auch zu nichts. Die Suche geht weiter. Salida, also Exit, ja, da fahren wir hin, glaube ich. Ja, wahrscheinlich der Park hat nur im Sommer offen. Hey, da ist ein Hund. Der Hund guckt zu. Der sagt auch schon, nein, mein Gebiet hier. Was sagst du? Steig mal ein mit deinen Dreckfüßen. Darf ich schon einsteigen? Ja, du musst ja auch mitkommen. Okay, steig mal wieder ein. Geht's hier nochmal runter? Und da drüben wieder hoch. Ja. Ich muss sagen, ich bin schon froh, dass wir 4x4 haben. Dann haben wir jetzt nicht. Wo gehe ich lang? Ganz rechts? Ganz links halt, oder? Ganz links? Ja, hatte ich gesagt. Zwar keine 4x4 Reifen und sind schwer beladen. Oh. Jetzt musst du Gas geben. Boah, was für ein Geländefahrzeug. Super. Da sind wir erstmal reingefahren. Jetzt sind wir zum Glück da wieder gut rausgekommen. Jetzt dachte ich, wir schauen auch den Straße mal vor. Aber auch da, die Schilder, alles privat, da kommen wir auch nicht weiter. Zumindest das versuchen wir nicht. Wir suchen, glaube ich, unser Glück irgendwie auf einen anderen Strand, oder Schatz? Hätte ich auch gesagt. Weil da sind zwar unendlich viele Wege, aber nichts. Ja, den hatten wir genommen. Ja. Das sah erstmal gut aus. Naja, der am schlechtesten aussah, den haben wir genommen. Ich meine, das war die einzige ohne ein Schild privater, aber im Endeffekt das war dann auch doch. Kein Verbotenschild, ne? Nee. Und eigentlich wäre da auch ein Parkplatz, aber nur im Sommer wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, naja, jetzt überlegen wir mal und schauen wir was Neues an, ne? Weil das haben wir über Google Maps angeschaut, das sah von oben ja, ganz das geschickt aus. Da oben Camper und so. Deshalb ja. Dachten wir, das sieht schön aus. Aber Google Maps. Ja, da kann man doch nicht immer von ausgehen. Alle Wege lang, egal wie schmal und schlecht befahrbar. Ja, jetzt schauen wir mal. Ja. Da kommt die Kuh, an der sind wir vorhin vorbeigefahren, die stand direkt neben dem Weg. Jetzt kommt sie hier raus. Zum Glück nicht auf dem Weg, wir hätten nicht ausweichen können. Nee, da war keine Ausweichmöglichkeit, die stand direkt daneben an der Wiese. Saftiges Gras. Die Sonne ist schön warm, ne? Mhm. Wir haben jetzt dann doch noch ein richtig herrliches Plätzchen hier gefunden, nachdem wir ja erfolglos waren auf unserer Safari-Tour, sage ich mal. Und stehen jetzt direkt am Wasser. Hier stehen auch noch einige andere Camper. Und der Strand ist richtig, richtig schön. Hier stehen wir. Direkt, nicht ganz erste Reihe, aber fast. Und da sieht man schön das Meer. Das ist echt richtig herrlich. Ich sitze schön in der Sonne hinter der Scheibe. Und wie ihr sehen könnt, stehen wir nicht alleine hier. So, dann sind da auch noch welche und da hinten geht der Parkplatz weiter und da steht auch ziemlich voll. Life is a winding road, no telling where it goes. Ich genieße hier noch meinen Morgenkaffee oder Morgenkaffee. Das ist halb 12. Fast Mittag. Also mein zweiten Kaffee. In der Sonne. Kai macht uns Abfahrt bereit, weil wir ein kleines Stückchen weiterfahren. Aber ich dachte, jetzt zeige ich euch noch ein bisschen den Strand, bevor wir hier wieder weg sind, weil es ist echt schön hier. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Und angekommen, oh, das ist echt sauschön hier einfach. Jetzt ist gerade auch ziemlich weit Ebbe.
Da stehen die Fischer am Fischen. Und da geht es ewig weit vor. Da ist Sancti Petri hinten am Eck. Das ist da, wo wir davor waren, wo wir auch Wingen waren auf dem Wasser. Das ist da. Und man sieht auch da draußen ist diese Burg, die man in Sancti Petri gut sieht. Und auf der anderen Seite geht es auch ewig weiter. Richtig schöner Sandstrand. Da haben wir auch einen Strandspaziergang vorgemacht bis zum Felsen. Und da sind dann auch, da hinten fängt es dann an mit Apartments direkt am Wasser. Oh, der Sand ist hier einfach so fein und flauschig. Das ist so angenehm, als würde man so richtig auf was Flauschigen oder auf Watte laufen. Oh, herrlich. Mal schauen, ob Kai schon alles zusammengepackt hat, dass wir abfahrbereit sind. Und dann fahren wir ein paar Meter weiter und gucken, ob wir da heute aufs Wasser können. Gestern waren wir hier Wellenreiten, war auch richtig schön. Jetzt heute gucken wir uns was anderes an. Ist der Werfahrt bereit? Hat alles geklappt? Ja, diese Stühle sind gedreht. Bretter noch hoch. Bretter noch hoch, genau. Und dann sind wir so weit. Eingespieltes Team, ne? Ja. Naja, diesmal warst du alleine. Eigenes Team. Los geht's wieder. Yes, neues Plätzchen, nicht weit weg, aber nee, man muss nicht weit wegfahren und es sieht hier da ganz anders aus. Also vom Hippie Parker zu City Parker. Ja, wir nennen das hier Hippie Parker, weil schon auch so echt ein bisschen hippie-mäßig ist. Ja, und City Parker, ja, waren wir noch nicht. Schauen wir uns das mal an. Das sieht sehr hippie-mäßig aus zum Beispiel. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head. Wir sind angekommen beim City Parker. Naja, es ist eher ein Dorfparker, aber mir gefällt die richtig gut. Also ist schön angelegt. Und da stehen wir an der Klippe ans Meer, man sieht's. Ja, gefällt mir erstmal gut. Und jetzt habe ich für Kate aufgebaut. Kate zieht den Anzug an und geht erstmal eine Runde Welle reiten. Ja. Da stehen wir geparkt und hier geht es dann nach vorne. Es steht schon ein Gefahrenschild da. Pass auf, Klippen. Weil es geht ja tatsächlich weit, weit hinunter, steil hinunter, aber der Aussicht ist ja genial. Schau das an. Und irgendwie sollte es dann da so einen Weg runter geben, haben wir uns erzählen lassen von Freunden. Okay, check das gleich mal aus. Also hier will man echt nicht hinunterfallen. Naja, das Strand ist aber echt grandios. Liegen schon ein paar Wellenreiter im Wasser. Kleine Wellchen. Wo geht ihr lang? Da lang? Ah, okay. Ich dachte, man läuft über den Weg da. Naja, ich sehe ja unter dann wieder kommen. Tschüss! Ich habe mich hier oben auf den Cliff installiert mit dem Kamera. Vielleicht kann ich noch ein paar Aufnahmen machen. Da sind gerade Kate und Inga ins Wasser rausgekommen. Laufen jetzt über die Steine und dann schauen wir mal, ob sie ein paar Wellen bekommen. Take it too far now. I dwell in the sand like a fish on land. Like a fish on land.
place must be hell. No more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land. Die Damen haben das Wasser verlassen, da kommen sie wieder an, lachend. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und ich habe hier dann mein Foil aufgebaut und wird Kate ablösen auf dem Wasser. Ich gehe selber auch noch mal eine Runde surfen. Hey Kate, sah gut aus von oben. Ja, war nett. Ja? Man musste manchmal lang warten, bis wieder was kommt. Ja, man hat es gesehen. Lange hat es gedauert. Jetzt war es zu Hochwasser. Ja, aber für den Foil geht es noch, weil ich habe den Foil aufgebaut. Besser, weil es war echt flach mit Steinen auch. Okay, probieren wir es mal. Kate ist schön am Kochen. Ja, nach einem guten Surftag muss man auch gut essen. Richtig, die Kraft, die man verbraten hat, auch wieder zu sich nehmen. Und währenddessen geht draußen irgendwie was ab. Da stehen alle unsere Freunde, die schauen irgendwie ein Hubschrauber zu. Der ist gerade da gekommen und macht irgendwie was. Wir hoffen Übungen oben mehr, aber scheint interessant zu sein. Ja, willst du auch mal gucken, was da abgeht? Nee, wir hören das bestimmt später, was abgeht. Sieht aber schön aus, so die Perspektive, wie die da stehen. Naja. Wir setzen uns gleich ans Abendessen. Ja, es dauert noch ein bisschen. Okay. Wir wurden gerade informiert, es sind bloß Übungen. Weißt du es nur mal übrigens vom Rettungsdienst, falls was ist mit mir und ich treibe da rum? Nee. Flo, weißt du es nur mal vom Rettungsdienst? Ah, okay. 112. Also, gut zu wissen. Gut zu wissen. Und während wir hier im Topf rumrühren und Kate alle Bohnensaft aus der... Naja, Glas verschüttelt. Ich hab die aufgemacht, ja. Und es kommt direkt rausgespritzt, aber schaut mal, es ist immer noch randvoll mit Saft. Ja, der ist schon... Wie soll man das öffnen, ohne dass was rausgeht? Naja, der Teppich hat wieder... Die kann ja wieder gewaschen werden. Die war eigentlich gerade erst gewaschen, kann eigentlich wieder gewaschen werden. So ist das. Ja, und so geht wieder eine Woche zu Ende. Ah, ja, stimmt. Schon wieder eine Woche zu Ende. Unglaublich. So schnell fliegen die Wochen vorbei. Wir sind schon fast ein halbes Jahr unterwegs. Oder? Nee, 5 Monate. 5 Monate, okay. Ja, Ende Januar sind es 5 Monate, oder? Ja. September, Oktober, November. Das heißt, wir sind mittendrin, mitten im Reisen. Passiert einiges und trotzdem auch sehr wenig. Also es ist Reisen, Genießen, vieles Verschiedenes sehen. Und es macht einfach echt wieder Spaß. Einfach so neue Orte zu sehen. Spannende, wenn man morgens noch nicht weiß, wo man abends schläft. Ja, und das ist auch ein bisschen, finde ich, das Coole am Sport, am Surfsport. Man sucht halt dann sich dann Spots aus über verschiedene Medien, über Google oder man hört es Hörer erzählen und dann checkt man das eigentlich selber aus und entdeckt so einfach dann auch neue Strände, neue Plätze, sieht neue Sachen. Also das ist auch echt was Schönes. Ja, auf jeden Fall. Also wir genießen es. Ihr hoffentlich auch. Bis nächste Woche. Dach, dach. Dui, dui.